Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Viel Spaß mit der zweiten Folge aus London. Es kommt während der Weihnachtszeit, wird auch noch ein London-Video für euch kommen. Genießt das Intro. Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, tell them, nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be a soul man, please don't try it. Really, why do they always, nah. Herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt London. Videos werden ein bisschen durcheinander kommen. Naja, es sind Sachen nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Blibablub, aber es ist trotzdem sehr, sehr geil. Wir genießen London. How is London, Fadi? Nice. Nice. You like it? Really. Have you adapted already to the London accent? To Roadmans on the road. Ich habe gestern über Instagram eine kleine Nachricht bekommen. Kannst du zu Nando's gehen? Da habe ich mir gedacht, fragen wir mal die Leute. 90% haben ja gesagt, 10% haben nein gesagt. Und da 90% ja gesagt haben, ziehen wir das auch durch. Wir werden aber was Spezielles bei Nando's machen. Ihr wisst ja, ich bin berühmt dafür, dass ich schärfer essen kann als Marc Gebauer. Genau. Deswegen habe ich mir gedacht, Ladies and Gentlemen, wir werden zu Nando's gehen. Da gibt es ein Chicken Roulette. Du kriegst 10 Stück, glaube ich. Die haben alle 10 verschiedene Schärfestufen. Du weißt nicht, welches das Schärfste ist. Du weißt nicht, welches das Mildeste ist. Da werden wir uns durchprobieren, die essen und mal schauen, wie scharf die wirklich sind. Und natürlich auch, wie lecker ist Nando's. Ich weiß nicht, was ich von dieser Idee halten soll, aber vielleicht habe ich Glück und du erwischst alle Schafen. Oder ich habe Pech und ich erwische alle Schafen. Ich habe meinen eigenen Rekord gebrochen hier in London. Wir haben es gestern geschafft, 3 Videos insgesamt zu drehen. Wir werden die Videos zwar ein bisschen zusammenbauen müssen, weil auf dem Weihnachtsmarkt, das kann ich schon mal ein bisschen spoilern für euch, ist nicht alles so gut gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Erste Station ist jetzt trotzdem erstmal Starbucks, Ladies and Gents. Let's go get some coffee. Ich liebe auch diese ganzen Sachen, die es gibt. Chocolate Tea, Gingerbread, Latte, Caramel, Waffle, Frappuccino. Was willst du? Espresso. Caramel, Waffle, Latte. Ich finde den eigentlich gar nicht so gut. Ich weiß nicht mal, warum ich den nochmal bestellt habe. Manchmal geht es mir nur darum, einfach was anderes zu haben. Nee, Bro, trinkst du, dass ich zu mir komme? Hilft es, glaubst du? Ja, wenn du es so selten trinkst wie ich dann schon. Bei mir, glaube ich, wirkt es nicht wirklich. Weil ich kann Red Bull trinken und pennen gehen, das juckt mich nicht. Ja, Ladies and Gentlemen, es ist mal wieder soweit. London, ich küsse doch dein A. Rainy London. Diese Kamera, falls es euch aufgefallen ist, ihr könnt mir auch mal gerne sagen, wie ihr den Look findet. 4, 5 Videos mit der Kamera gedreht. In jedem Video war Regen. Gehen wir los durch Rainy London, yeah? Digga, wir sind nicht einmal mit so einem Bus gefahren. Hä? Aber ich sag auch so, wie es ist. Die alten Büsse davon sind cooler. Die finde ich, die sind nichts mehr Besonderes. Das ist einfach ein Doppeldecker, der leicht in dem Design geblieben ist, damit das auch noch eine Touri-Attraktion bleibt. Ore, ore. Was? Arigato. Arigato. Eine Sache muss ich auch mal wirklich sagen für alle Leute, die so Reisen machen wollen und sowas. Die London-Flüge waren wirklich nicht teuer. Die waren sehr, sehr günstig. Weißt du, was ich aber hin und wieder mache, wenn ich nach Flügen schaue und die sind zu teuer? Ich habe da so einen kleinen Trick. Okay. Und der Trick heißt VPN, Virtual Private Network. Eine Netzwerkverbindung, die von Unbeteiligten nicht einsehbar ist. Bilder, Videos und Nachrichten werden dadurch geschützt. Egal, ob du diese Privatsphäre brauchst oder nicht. Surfshark ist ein virtuelles, privates Netzwerk, das die Privatsphäre bei deinen Online-Aktivitäten gewährleistet und deine IP-Adresse verbirgt. Und wie sparst du jetzt Geld, wenn du Flugtickets buchst? Ist ein Flugticket zu teuer, ändere ich mit Surfshark meinen virtuellen Standort mit nur 2 Klicks. Und versuche es aus verschiedenen Ländern und analysiere die Ticketpreise. Wichtig, immer Cookies löschen. Und mit ein bisschen Zeit und Geduld findest auch du günstigere Ticketpreise. Surfshark VPN hat auch zusätzliche Dienste unter dem Namen Surfshark One, wo ihr ein Antivirenprogramm als Beispiel habt, das euer Gerät virenfrei hält. Ihr könnt es scannen auf Viren und ihr habt gleichzeitig einen Echtzeitschutz. Das schaut die ganze Zeit, ob irgendwer versucht, bei euch Viren reinzubekommen. Und mit dem ersten Link in der Videobeschreibung und meinem Code Randy bekommt ihr 6 Monate kostenfrei Surfshark. Black Friday Deal. Danke an Surfshark für die Unterstützung der Reisen, Produktion. Wir sehen uns gleich bei Nando's. We in rainy London. Sir, madam, please stop raining. I'm getting wet out here. F*** that shit. Sobald du hier sagst, hey, es regnet mal nicht, fängt es an zu regnen. Das ist so ein Ding hier, sag's gell? Sag das einfach nicht. Hey, voll geil, das regnet, Mann. Yeah, we here. You have any food allergies? No. Have you been here before? No. So you can order online through this QR code with double number 1. Like online order. If you're not comfortable, you can go to the delivery center. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Ist der Platz gut? Platz perfekt. Ja? Alla Nando's, Bruder. Hast du auch noch nicht gegessen? Nendusi. Na, Bro. Nendusi. Schauen wir heute mal, wie diese Challenge wird.
mega gut aus. Ich will jetzt nicht zu sehr hier darüber schauen, sonst glauben sie, ich setze mich rüber und esse mit denen mit. Aber das ist ganz klar aufgeschrieben, wie man hier das macht. Über QR-Code kann man das machen. Dann gibt es diesen Peri-O-Meter. Es gibt 5 verschiedene Schärfestufen. Plainish, Garlic Barbecue, Lemon and Herb, Medium, Hot und Extra Hot. Was wir heute hier machen, eine 10-Wing-Roulette-Challenge. Das heißt, du bekommst 10 verschiedene Wings, jeweils 2 Stück mit der gleichen Schärfestufe. Das heißt, jeder wird die gleiche Schärfe erwischen, Bruder. Ja, es sind 10 Wings und es gibt nur 5 verschiedene Schärfestufen. Wir müssen so durchmischen einmal. Dann könnt ihr so gesagt euch dieses Roulette bestellen und schauen, wie scharf ihr essen könnt. Wir sind hier, um diese Schärfe-Challenge zu meistern, ohne dass ich einen Schluck Wasser trinken muss. Und der Mann auch. Da soll jeder für sich selber, jeder für sich selber entscheiden, hier jetzt an dieser Stelle. Günstig muss man auch ehrlich mal sagen. 10 Wing Roulette, 12 Pfund. Bottomless Sprite Zero 2x, 3,50 jeweils. Chips, 3,75 Pfund. Das geht, ne? Voll günstig. Wenn ich jetzt überlege, wo wir überall waren und was da auf uns zugekommen ist. Vielleicht klickt ihr kurz auf den Link. Supportet Randy, bisschen Code Randy, ihr wisst. Jeder, der jetzt Surfshark benutzt mit Randys Code, dem schenke ich ein Nando's Chicken. For bottomless drink, the machine. Thank you. This means bottomless drink. Yeah, you can refill as much as you want. Also bottomless drinks heißt, ihr könnt euch die ganze Zeit refillen. Mich hat kurz interessiert, was Nando's eigentlich ist. Also der Sitz ist in Johannesburg, Gründung 1987, Umsatz 650 Millionen. Gemäß dem White Paper Magazine war 2010 Nando's in der Top 30 der besten Fastfood Brands. Also es ist schon sehr, sehr beliebt. Chicken halt, Leute, ihr wisst es. Komm, wir füllen ab. Also ich glaube, dass man sich sein Besteck selber holt und dann gibt es hier diese ganzen Soßen. Lemon Herb, Wild Herb, Peri Peri, Garlic, Hot Sauce, Extra Hot. Und dann gibt es hier noch eine Extra Hot Hot Soße. Ich wollte euch eigentlich ein bisschen kurz mal zeigen, dass sie da einen offenen Grill haben und so, aber die wollen es nicht. Kein Problem, ist so. Auf jeden Fall haben die auch diese Pastel de Nata dort liegen, so als kleines Dessert. Also man merkt auf jeden Fall portugiesische Einflüsse. Oder dass das ganze Ding aus Portugal kommt. Nandos wurde in Portugal gegründet. So viel ich jetzt, so, ob ich das jetzt richtig verstanden habe oder nicht. Randy sagt gerade, ich gehe kurz vor, da stehen Soßen, hol Soßen. Ich hol Soßen. Ist das für euch? Ich hol Soßen. This sauce is hotter than any... like toppings from the wings, right? Yeah, this is extra. This is the extra, yeah, level extra, 6. Extra, yeah. Okay, yeah. Thank you. You're welcome. Ich muss auch ehrlich sagen, diese Wings sehen komplett anders aus wie normale Wings. Mal riech mal. Ich rieche diese Schärfe schon. Pommes sehen sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Sind okay. Leider haben die Wings eine andere Farbe, das sieht man deutlich. Aber wir versuchen uns einfach hochzuarbeiten. Der hier, muss ich sagen, sieht sehr, sehr plain aus. Ich habe auch noch nie so... Die Wings sehen irgendwie komisch aus, ich bin ehrlich. Boah, Junge. Man schmeckt direkt Grill. Das sind wirkliche Röster. Das Fleisch geht vom Knochen, das kannst du dir nicht vorstellen. Nando's, Bruder. Bro, du brauchst keine Zähne, um dieses Wing zu essen. Erstmal sieht es süß aus, dass die irgendwie so eine Herzform haben. Und zweitens, lass dich nicht täuschen, die sehen lieber aus, als sie sind. Der hier war das, gell? Yes, sir. Am Ende probiere ich auf jeden Fall diese Soße auch noch. Boah. Schau. Geisteskrank. Thank you very much. DW? Yeah. Oh. Wir schnappen uns diese Farbe hier. Schau dir mal, wie viel Fleisch da dran ist. Das ist der Plain. Der ist gar nicht scharf. Ich finde, der letzte hatte schon eine leichte Pfeffernote und man hat es gemerkt. Es ist juicy, es ist lecker. Preis-Leistung, muss man mal sagen, okay? Das kostet 11 Pfund, das sind 13 Euro, dieser Teller. In London ist das krank günstig. Also wir waren nur Burger essen, das waren 70 Euro. Dann waren wir, wo waren wir als erstes? Fish and Chips, das waren auch 80 Euro. Es geht ganz schnell hier. Bruder, der schmeckt gut. Ich würde öfter zu Nando's gehen. Bruder, der schmeckt so gut. Ich glaube, wir haben nicht nur das schärfste Chicken, sondern eines der besten Chicken hier von in London. Und so, es gibt sehr viel gutes Chicken hier, aber das Chicken ist von der Preis-Leistung wahrscheinlich kaum zu schlagen. Ich glaube, dass wir jetzt zu der Garlic kommen. Das müsste jetzt, der hier mit der Fahne ist Garlic. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt schon der schärfste ist. Schau ich mal das an, wie das Fleisch hier runtergeht. Auf dem offenen Grill gegrillt und trotzdem so juicy ist. Stark. Jetzt wird's gleich lustig, glaube ich. Willkommen beim scharfen Essen. Wenn die anderen beiden jetzt noch schärfer sind, dann wird's heavy.
sag ich dir so, wie es ist. Hey, Bruder, du machst mir Angst. Das kommt voll langsam. Das kommt so langsam, warte. Bruder. Ich kann das nicht essen. Echt? Ja, ja. Geht schon. Geht schon. Ach, schmeckt so gut. Also egal wie scharf und sowas, es ist einfach übel zart. Bruder, ich sag dir ehrlich. Der Mann trinkt gerade hinter der Kamera, deswegen filmt er aus dem komischen Winkel. Als Sprite geäxt. Ich kann nicht sagen, welcher der schärfste ist und welcher nicht. Ich würde sagen, die beiden sind gleich und die zwei äußeren sind gleich. Und ich fange an mit dem, der weniger glazed, also weniger glänzt. Ich glaube, jetzt wird's heavy. Macht doch so Spaß, das so auseinander zu rupfen. Mmh. Die schmeckt smoky nach so einem Barbecue-Taste. Das ist eine Barbecue-Soße, ich glaube, die ist gar nicht scharf. Also wenn die jetzt noch kommt, dann habe ich keine Ahnung von scharfen Soße. Ich gehe jetzt direkt an den scharfen. Ich denke, der müsste jetzt das Maximum eigentlich sein. Ich habe so viel Spaß gerade, das zu essen. Ich würde gerne noch 3 Teller davon bestellen. Ich weiß gerade nicht mal wirklich, was ich gegessen habe. Das war gar nicht scharf. Also die letzten beiden waren jetzt gar nicht scharf. Also der gelbe müsste der schärfste sein, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Jetzt machen wir das hier. Boah, die riecht so habanero-ig irgendwie. Ey, die Soße ist so lecker. Die sollten sich was überlegen mit diesen Gefäßen, Alter. Was soll das denn? Schärfste war diese Orangene. Aber vielleicht liegt auch, ich bin auch richtig blöd. Bruder, meine Nase rinnt sich. Also der Orangene war auch wirklich für mich scharf, muss ich sagen. Aber der war perfekt vom Level. Bye bye. Thank you. Gerade muss ich fast sagen, es war das Geilste, was wir jetzt in den 2 Tagen gegessen haben. Irgendwann. Ja, Bro, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sag's jetzt einfach mal, ich glaube nach Goldies war das geilste Chicken, was ich gegessen habe. Es ist halt was komplett anderes, weil die grillen es. Da war Juice drin, obwohl es auf dem Grill lag und war nichts trocken, nichts. War lecker, Soßen, Dips, alles crazy, 10 von 10. Nando's Kuss geht raus. Erster Link in der Videobeschreibung, Leute. Code Randy Surfshark. Holt euch bis zu 6 Monate gratis. Danke an Surfshark nochmal. Too late. Ich habe mit der Seil nichts zu tun, wenn du mich fragst. Alan hat Shake Shack in der Türkei bis jetzt gegessen. Und da ist Shake Shack einfach nicht das Wahre. Deswegen holen wir jetzt hier einen für ihn, erstmal einen Burger. Ey, so sehen Strafzettel in London aus. Hätte mich mal interessiert, was so eine Strafzettel in London kostet. Ich sag safe so 70 Pfund oder so direkt. So sehen unsere letzten 3 Stunden aus. Wir müssen noch Souvenirs kaufen. So präsent. Das gibt's nie. Nehme ich irgendwem was mit? Nö, kein Bock. Schacke, 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 Schacke. Hoi, hoi, hoi. Schacke, 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 Schacke. Hoi, hoi, hoi. Schacke, 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 Schacke. Hoi, hoi, hoi. Randy. Randy, yeah? Cookies and cream shake. One cookies and cream shake, yeah? No food allergies? No, perfect, perfect. There you go. That is your friend. Raus ist wieder. You can take a seat, just watch out for your name, Randy, yeah? Have a good day, bro. Der Mann hat richtig Energy, ja, beim Sellen. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Also in der Türkei schmeckt er niemals genauso. Ja. Wow, nur das sind 2 andere Burger. Wow, kann man nicht vergleichen, Leute. Shake, shake, wenn dann hier. Shake, shake, Leute. Ist richtig gut.